Und damit heiße ich euch herzlich willkommen hier zurück zu Let's Play Ori and the Blind Forest. Ach, das Spiel ist einfach so unglaublich schön. Ich kann es immer nur wieder sagen. So, wir müssen wieder darüber in das gefährliche... Oh nein, halt. Das nehme ich noch mit. So. Das hätte ich schon gerne noch dabei. Jetzt werden wir hier speichern. Ich muss das dann offscreen sicherlich alles mal irgendwann einsammeln. Das werde ich jetzt hier natürlich nicht schaffen, im Let's Play alles zu zeigen. So, wir nehmen Anlauf. Springen über den giftigen Fluss. Oh, da ist schon der nächste Gegner. Die dicke Kröte kommt wieder an hier. Hallo, Herr Kröterich. Ach du Schande. Okay, wie macht man das? So machen wir das. Puh. Oh shit, kriege ich das jetzt? Sehr gut. Puh. So, das nehme ich mal mit. Speichern. Toll, Gumon, du machst es mir ja nicht gerade einfach. Ach du Heiliger. Wie mache ich denn das jetzt am besten? Hm. Nein! Oh! Halleluja! Ach du Schande! Speichere ich das oder versuche ich es nochmal? Ich speichere es. Puh. Ich möchte gleich nochmal speichern. Danke. Eieieiei. So, die Kröte wieder mitnehmen. Ich kann da manchmal dazwischen auch gar nichts sagen, so richtig. Weil das natürlich... Nein! Ach, verdammt. Ich kann da manchmal auch so gar nicht richtig was dazu sagen, weil ich natürlich... Oh. Weil ich natürlich da auch mega angespannt bin zwischendurch immer mal. Mann! Das werde ich doch hier nicht an der Kröte versagen. Das reicht's aber. Das ist aber gut kröterig. So. Warte, ich speichere da hinten nochmal ab. Okay, speichern. Darunter komme ich nicht, ne? Nee. So, ich vermute mal, ich muss mich hier dran schwingen. Oh nein, hat ja gut geklappt. Hat ja sehr gut geklappt. Oh, da oben sind Fledermäuse, habe ich gerade mal so mitbekommen. Das hat sehr gut geklappt. Verdammt. Jetzt muss ich mich gucken, dass ich mich hier dran halte. Mann! Schade. Hat fast gar nicht mal so... Scheiße. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das Game ist echt schwer. Eieieiei. Oh Mann, ich habe schon doppelt gesprungen. Das ist mein Fehler. Das darf ich nicht machen. Ich muss versuchen, einmal zu springen. Damit ich den Doppelsprung mir aufsparen kann. Shit. Shit, shit, shit. Das geht so nicht. Eieiei, das wird so gar nichts. Am besten von weit... Ah, Mann! Oh Gott. Wir werden ewig an Stellen hängen. Vor allem an solchen Stellen. Na, und dann hätte er sich... Hätte sie? Ori? Ist das ein R oder eine Sie? Das weiß ich leider gar nicht.
So, komm schon, komm schon, komm schon. Ja. Ach du Scheiße, und wie mache ich das jetzt? Nein! Um Gottes Himmels Willen, wie soll das denn gehen? Okay, also hier muss ich mich immer von ganz oben runterfallen lassen. Das ist das Beste. Nein! Och Mann! Ich verzweifle hier. Uiuiuiui. Ja, Mann, jetzt habe ich nicht schnell genug gedrückt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, es tut mir leid für meine Dummheit. Das Spiel ist sauschwer, muss ich echt mal sagen. Ich konnte mir schon denken, dass es schwer wird. Oh Gott. Ich überspringe das gleich. Oder ich schneid's euch einfach so zusammen. Dass ihr nicht diese ganzen Fails drauf habt, weil sonst sitzen wir hier wirklich den Part einfach nur rum. Ja! Ja! Da komme ich aber gar nicht hoch, oder? Ach doch, wartet, ich weiß wie. Oh Gott! Wir haben es gepackt. Eieieiei. Das war jetzt eine schwierige Geburt. Gumon, ich hasse dich. Eieieiei. Okay, wo... Ach ja, guck mal. Ah, jetzt komme ich auch noch runter, aber warum sollte ich da runter? Komme ich wieder zum Kartensteinfragment. Muss ich ja aber eigentlich so jetzt nicht hin. Um mal ehrlich zu sein, deshalb einfach mal hier rüberspringen und dem Gumon hinterher. So. Das klappt ja schon mal. Oh, jetzt hat er sich wehgetan. Der Arme. Ach du Schande! Oh nein. Wartet, ich möchte gerne hier speichern. So, jetzt kann ich hier dazwischen, okay. Nein! Wow! Wow! Eieiei! Alter! Nein, da war noch ein kleiner Stein, fuck! Ja! Sehr gut. Speichern. Gumon, wir helfen dir. Keine Sorge, bleib... Oh. Bleib ganz ruhig, wir machen das schon. Oh nein, komm, spring da hoch. Oh Gott. So, Gumon, wir sind bei dir. Na, komm schon, ich helfe dir. Hey, lauf nicht weg, du bist verletzt. Wir wollen dir doch helfen. Oria füllte sein Herz mit Güte und Hoffnung. Vielen Dank, Gumon. Vielen, vielen Dank. Du hast die Wasserader zurückgewonnen. Dieser uralte Edelstein gewährt dir nun den Zugang zum Ginsobaum. Vergiss nicht, das Element des Wassers ruht hoch auf dem Ginsobaum. Wir werden das Wasser zurückbringen. Lass uns sofort zurückkehren. Ah, okay. Jetzt können wir zum Dornsumpf quasi zurückkehren, oder was? So, jetzt muss ich mal gucken. Gespeichert habe ich dort unten.
Jetzt muss ich quasi wieder nach dort oben zum Ginsu-Baum. Verstehe. Okay, dann nichts hier dort rüber. Vielleicht ist Gumon jetzt auch ein Freund von uns. Das wäre natürlich super schön, finde ich. Muss ich ehrlich gestehen. So ins Wasser können wir ja noch nicht. Wir müssen jetzt wieder nach oben. So. Erstmal jeden, der uns in die Quere kommt. Oh. ja. Ich bin gerade im Überlegen. Wie kam ich denn da hin? Komme ich da drüber? Ich will es ehrlich gesagt nicht ausprobieren. Ich habe nichts zum Speichern. Aua. Naja. Ach nee, hier ging es zum Speichern. Spiel gespeichert. Sehr gut. Und jetzt füllen sich auch komplett unsere Dinge auf. Jetzt könnten wir natürlich da runter und das... Na, aber gut. Das ist jetzt, glaube ich, eher un... Aua, der schießt sogar dann das letzte Mal fünfmal so. Warte, da gehe ich gleich nochmal speichern hier. So, wir haben fast drei Punkte. Wenn wir drei Punkte wieder haben, dann können wir wieder leveln. Machen wir dann einfach so. Da kommen wir noch nicht hin, oder? Nee, ach doch, wir haben ja gespeichert. Ist ja nicht so schlimm. Ja! Sehr geil! Du hast ein riesiges Geisterlichtgefäß gefunden. Es wurde geisterlich zu deinem Kreis hinzugefügt. Finde weitere Geisterlichtgefäße. Ja, das kennen wir ja. Sehr, sehr cool! Haha, das hat ja sehr gut geklappt. Das finde ich jetzt nice. So, können wir speichern. Und dann können wir hier gleich unsere... Kann ich nicht? Doch. Nein! Ah, ich möchte nicht speichern. Ich möchte gerne... Wie kann ich das denn hier? Ah, so. So, dann mache ich mal das Erstellen einer Seelenverbindung statt eine Lebenszelle wieder her. Die meisten einsammelbaren Gegenstände werden automatisch absorbiert. Was war das andere? Lässt die meisten einsammelbaren Gegenstände auf der Karte erscheinen. Ach so. Was war das hier? Eingesammelte... Das wollte ich haben. Eingesammelte Energie wird um 50% erhöht. Ach nee, das ist Energie. Erhöht die Ausbeute des Geisterlichts. Wasseratmung ermöglicht es, Ori in sauberem Wasser zu atmen. Das hätte ich gern. Da müssen wir aber noch ein bisschen... Ultra-Seelenverbindung. Da müssen wir aber noch ein bisschen... sammeln für... Wartet mal, ich nehme mal das jetzt erstmal, oder? Ja, komm. Und dann nehme ich gleich das noch dazu. Und theoretisch könnten wir das ja noch nehmen. Ach komm, nehmen wir das mal noch. Dann speichern wir hier nochmal. Und jetzt sammeln wir die nächsten beiden Punkte, um erstmal wieder... Oh, um erstmal... Aua! Um erstmal wieder unsere Geisterflamme stärker zu machen. Würde ich sagen. Toll. Scheiß Spinne. Oh, verdammt! Die Mistspinne hängt sehr doof. Kann ich das so sagen? Die hängt wirklich sehr blöd. Eieieiei. Oh Gott! Alter, du Mistspinne! Nein! Okay, da komme ich nicht hin. Da komme ich auf keinen Fall hin. Sollte ich gar nicht ausprobieren. Da lang, oder? Ah, nee, warte mal. Jetzt kann ich ja hier hoch. Kann ich mir das wiederholen? Ach, nee. Oh, nee.
Gott, gibt's keinen anderen Weg dort hoch? Nein, leider nicht. Scheiße. Oh Mann, ey. Sehr gut. Nein! Oh! Ich bin gerade sehr happy. Nein! Verdammt. So, warte, 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 jetzt. So. Das kriege ich, wie kriege ich denn das eigentlich kaputt da? Das weiß ich leider nicht. Gut, wir sind erstmal wieder oben. Speichern hier. Nehmen uns das mit. Ah, ich glaube, ich weiß jetzt, wie ich da dran kommen kann. Oh nein! Zum Glück habe ich gespeichert. Aber ja, so komme ich da dran. Haha! Speichern. Und das nochmal mitnehmen. Klappt hier sehr gut. Warte mal, das sah doch beim letzten Mal ja nicht so aus, oder? Ach, jetzt ist das Vieh wieder da. Au! Die Sau. Warte mal, ich will mal noch gucken. Nee. Au! Ja, triff mich gleich zweimal, du Sau. Das nehme ich mir ja alles noch schön mit. So, wie komme ich denn da hin? Da muss ich auch auf jeden Fall noch hinkommen. Aber ich glaube, das ist jetzt nicht so wichtig. Mann, das Vieh sitzt jetzt... Aua. Aber genau auf einer geilen Ecke. Wirklich. So. Heieieiei. Aber wir kommen nach oben. Was schon mal sehr gut ist. So, das bringt nichts, wenn wir da sind. Kann ich hier? Ja, ich gehe einfach hier nach oben. So, ich speichere hier mal. Einfach aus Prinzip. Und dann komme ich ja jetzt wieder hier nach oben. So. Jetzt bin ich wieder in dem schönen Sonnenlicht hier oben. Was ich ja so feiere. Was ich ja so feiere. Das Spiel sieht unglaublich schön aus. Also kann man nicht anders sagen. So, ich will mal auf den Timer gucken. Okay. So, wo musste ich hin? Ich muss noch ein Stück hier lang. Hier ist der Ginso-Baum. Die Wasserader einfügen. Und das tun wir auch. Bereich betreten. Oh! Der Ginso-Baum. Das Wasser von Nibe floss einst durch eben diesen Baum. Jetzt ist er verdorrt und von innen vertrocknet. Wir müssen den Fluss wiederherstellen und das Herz des Ginso-Baums finden. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Hier werde ich speichern und hier werde ich den Part erstmal beenden. Und bis dahin würde ich sagen, sehen wir uns hier beim nächsten Mal wieder. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Und hoffe, ihr habt genauso viel Spaß an Ori and the Blind Forest wie ich. Und bis dahin, bis zum nächsten Mal und ciao.